Das gut hier, liebe Freunde. Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme-Session. Wir stehen ja immer noch vor Manterra rum. Und ja, ich muss erstmal gucken, was wir überhaupt alles machen müssen. Denn es ist jetzt schon einige Zeit vergangen, seit ich das letzte Mal gespielt habe. Vielleicht hat man es ja auch mitgekriegt, dass jetzt in letzter Zeit nichts weiter an Folgen bei mir rauskam. Lag einfach daran, dass ich mit meinem Studium zu tun hatte und überhaupt nichts mehr zum Aufnehmen oder gar nicht mehr zum Aufnehmen gekommen bin und deswegen auch jetzt irgendwann keine Folgen mehr hatte halt, ne? Ist logisch, wenn man dann jetzt einige Wochen lang auf Konserve lebt, irgendwann ist die Konserve eben auch alle. So, dann gucken wir erstmal hier nach. Ich denke mal, die Mühle, das wird hier alles in der Umgebung sein. Was haben wir da? Basil sucht seine alte Goldschatulle. Ach ja, das war das mit dem... Ja, da ist er überfallen worden. Stimmt. Meister Manterra, Richter und Trader, das wirst du in einem Kram rumliegen sehen. Bla. Egal. Will ich jetzt nicht machen. Beseitige Sklavenlagerwachen. Ja, das weiß ich, wo es ist. Streunende Wölfe. Ist auch nicht hier, aber gut zu wissen, dass wir es noch machen müssen. Wir müssen für den Hof... Oh, wir müssen dafür Pacht eintreiben. Okay, können wir irgendwann später auch mal machen. Jetzt aber erstmal töte die Kühe des Viehhofs. Genau, Mason, der tolle Rebellenheld, den wir ja damals, als wir angekommen sind, bei Manterra vor Cyrus retten mussten, der ja einfach alles umgebracht hat, was irgendwie wie Rebelle aussah. Der hat uns ja den Auftrag gegeben, hier die ganzen Kühe zu töten auf den Höfen und ich glaube, das wird gar nicht so einfach werden, denn wir dürfen nicht gesehen werden dabei. Problem ist nämlich, wenn wir uns dran zurück entsinnen, als ich damals vor Kap Dun, wo die Ork-Patrouille war, hier die kleinen Hühnchen schnetzeln wollte, so spaßeshalber mal, da sind die sofort alle auf mich losgegangen, weil ich einen Huhn umgebracht habe. Und die mussten nicht davon leben, von den Tieren. Hier hängt das Überleben der Stadt von den Milchkühen ab. So ein bisschen zumindest. Und ich muss die Tiere umbringen. Naja gut, dann machen wir das mal. Von hier aus dürfte man es... Ach, die rennen auch noch weg. Na toll. Aber man hat es zumindest nicht gesehen, glaube ich. Sieht lustig aus, wie die Kuh mit dem Pfeil im Kopf durch die Gegend spackt. Hallo. Wir passen auf. Sehr gut. Hast toll aufgepasst. Hatte ich gar nicht gewundert, dass die Kuh einen Pfeil im Kopf hatte, ne? Nö, es passt schon. Nee, hackt das ja auch noch. So, nehmen wir uns erstmal die hier vor. Ich weiß bloß nicht, ob das weit genug weg ist. Ich hoffe es einfach mal. Ja, doch, das sollte reichen. Jetzt muss ich bloß gucken, dass ich die Kuh noch erwische hier. Hat getroffen. Ich bin so gut. Ich bin so gut. So, da haben wir die nämlich alle schon mal da drüben in der Ecke. Und... Ach nee, jetzt rennen die wieder zurück. Ist ja doof. Aber vielleicht können wir hier... Bleib mal hier drüben. Bleib mal hier drüben, kleine Kuh. Ja, lauf, 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 lauf. Lauf weg vom Hof. Genau, lauf dahin, wo keiner hinguckt. Nein, nicht so weit. Habe ich sie erwischt? Das ist doch gerade so grau geworden. Das sah doch aus, als ob ich sie erwischt habe, oder? Ah, habe ich nicht. Schade. Gut, dann gucken wir erstmal hier drüben. So, die eine, die steht schon so schön abseits hier. Doofer Ruckler. So, guckt denn hier überhaupt jemand? Die sind alle ziemlich weit weg, würde ich sagen, ne? Dann probieren wir es doch einfach mal mit dem Schwert. Zack. Keiner was gesehen? Gut. Ich würde gerne hier die Kuh... Ja, nicht das Hühnchen. Was haben wir denn da? Der melkt jetzt nicht ernsthaft hier den Kadaver und nimmt sich noch zwei Flaschen Milch raus, oder? Das ist ja widerlich. Okay. Haben wir also... Och, das ist aber nett. Hier. Du. Zack. Fällst schon tot um, bevor ich überhaupt zuschlage. Auch gut. So, das sieht doch schon mal ganz okay aus. Und wir laufen überhaupt nicht Gefahr, gesehen zu werden dabei hier, solange wir das so machen. Wo ist denn die andere Kuh jetzt hin? Die ist doch gerade eine weggerannt. Hallo, kleines Küchen. Darf ich mal kurz hier dir was abschneiden? Voll in den Arsch geranzt. So. Drei Flaschen Milch sogar. Dann haben wir jetzt schon mal einen Großteil an Kühen weggeholzt. Mal gucken, wie viele noch dastehen. Die ist tot, ja. Hier drüben, denke ich mal, wird jetzt noch eine oder zwei sein und das war's dann bestimmt, oder? Da ist eine. Hier oben ist keine. Und da drüben ist noch eine. Sage ich doch zwei. Ah, nee, das ist, ach, da stehen ja auch einige rum. Na gut. Dann speichere ich mal kurz.
Ach, das sind die blöden Ork-Wachen davon. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig. Sollte aber... Obwohl... Na, mal gucken. Mal gucken, ob das machbar ist. Bogen raus und drauf auf die Kuh. Pams. Na, was, wie, wo, wer, was? Hä? Hat mich jetzt jemand gesehen? Ich bin bereit für jegliche Schandtat. Greift mich an, wenn ihr wollt. Hä? Muss ich jetzt nicht verstehen. Egal. Kuh, bleib mal da. Lauf nicht fort, meine Kleine. Ich tu dir nichts. Abgesehen von dem Pfeil, den ich dir in deinen Hintern rammen will. Warte auf mich. Ach, Mann. Die rennt auch gleich wieder zum Arsch der Welt hin, ne? Supi. Ganz toll. Habt ihr was gesehen? Nö, oder? Ihr seht nicht so aus, als ob ihr mir was heimzahlen wollt. Kämpfe mit Ehre. Mach ich. Wir passen auf. Sieht man doch, wie ich das mache. Ich greife Kühe mit Pfeilen aus dem Hinterhalt an. Okay, der hier vorne, der stört mich ein bisschen. Der ist nämlich voll hier in der Sichtlinie. Oder voll in Sichtweite. Kümmern wir uns erstmal um die hier drüben. Naja, gut, also wir können ja die angreifen und falls der Typ mich sieht, dann greift er mich halt an und dann mache ich ihn tot und dann habe ich das Problem nicht mehr, dass die Wache hier mich stört. Natürlich nicht getroffen, ist klar. Also ein bisschen umständlich ist das ja schon, ne? Aber ich will jetzt auch nicht hier alle gegen mich aufbringen und hier ein übelstes Gemetzel anfangen. Das ist ja auch nicht im Sinne der Sache. Und jetzt kommen die Kühe schon wieder zurückgelatscht. Sagt nix. Bogen raus. Haben wir irgendwelche anderen Pfeile? Gucken wir mal. Vielleicht können wir die... Oh, das ist doch... Feuerpfeil. Hier, Sprengpfeil. Das ist doch genau das Richtige. Sprengpfeil? Da drauf... Oh nein, das wollte ich doch nicht so... Ach Mensch. Wie kann ich den ausrüsten? Ich möchte die Sprengpfeile haben. Habe ich die jetzt schon? Nee, ne? Tja, müsste man sich mal mit der Spielmechanik beschäftigt haben vorher. Aber das habe ich nicht. Von daher... Ach so, okay. Falsche Taste gedrückt. Das erklärt natürlich so einiges. Und jetzt rotzen wir die Kühe mal mit Sprengpfeilen weg. Wie ist es denn damit? Mal schauen, wie das kommt. Pams! Oh, wie böse. Ja, das ist zwar ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen, ne, wie man so schön sagt, aber vielleicht geht's dann etwas schneller. Die ärgsten Feinde Myrtanas werden mit den bösesten Pfeilen der Welt beschossen. Kühe müssen sterben, müssen mit Sprengpfeilen beschossen werden. Wieso sind die wieder geheilt? Ah! Ah! Ist ja nicht wahr. Ah, jetzt habe ich aber die Schnauze voll hier. Komm, jetzt speichern wir. Und dann nehme ich jetzt einfach das Schwert. Und nehme es in Kauf, wenn mich jemand angreift. Mal gucken. So. Zack, so. Guckt jemand? Hat jemand was einzuwenden? Nö, ne? Okay. Dann habe ich mir ja hier diesen ganzen Aufwand vollkommen umsonst gemacht. Das Hühnchen war gleich auch noch mit erwischt. Jetzt fängt das hier gerade so ein bisschen zu rödeln an. Mit der Flüssigkeit des Spiels mal wieder. Das gefällt mir nicht. So, Speicher, 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 schneller. Ich muss mal schauen die Tage jetzt. Mein Lüfter ist, glaube ich, etwas blockiert. Den muss ich mal wieder sauber machen gehen. Oder sauber machen lassen gehen, wie auch immer. So, sagt er jetzt was? Ich meine, ich stehe direkt neben dem. Oh! Ich weiß nicht, la. Krieg mich doch, hol mich doch! Hab gar nichts gemacht! Hey, kleine Kuh, warte mal! Ja, ist jetzt auch sinnlos. Einmal ins Nichts geschossen. Hallo, kleine Kuh! Darf ich dich mal kurz hier beehren? Du warst bloß bei deinen Bison-Freunden hinten gewesen, ne? Ist klar.
Dahin nähere ich mich aber mal nicht, denn die Bisons, die können ganz schön reinhauen, wenn die so alle auf einen Haufen da ankommen und dann so eine, ja, Gruppenattacke machen, ne? Quatsch, von dem will ich doch gar nichts. So, eine Kuh müsste noch übrig sein, ne? Schauen wir mal, ob die Orks jetzt immer noch auf mich abfahren hier und mich angreifen wollen. Wenn ja, dann würde ich sagen, haben sie Pech gehabt. Dann reiß ich denen mal fett den Arsch auf, ne, wenn sie ankommen. Aber irgendwie, was waren das überhaupt für welche? Wo kamen die denn her auf einmal? Sind die aus der Stadtmauer rausgekommen oder was? Haben wir jetzt denn überhaupt noch eine Kuh? Da drüben ist das ein Schwein. Schwein? Ja, Kühe. Haben wir überhaupt noch... Es muss noch eine Kuh geben eigentlich. Ich habe noch keine Erfolgsmeldung gekriegt. Oder habe ich sie übersehen? Ach, sind das spaßige Aufträge mal wieder hier. Tja. Ich habe keine Ahnung. Ach, ja. Hallo, Kuh. Ja, da haben wir es doch. Töte die Kühe des Tierhofs. Und diese Typen hier, die sind doch echt... Das, also, die kann man doch... Das ist ja... Ach, egal. Ich stehe hier gerade bei dem, ne? Pass auf dich auf. Ja, pass auf dich auf. Wir passen auf. Und wie du aufpasst. Ich habe eine Kuh einen halben Meter neben dir umgebracht. Dich hat das Blut noch voll gespritzt. Richtig in die Fresse reingespritzt. Aber macht nichts, ne? Hauptsache Stellung halten. So, dann gehen wir jetzt mal fix hier. Oder gehen wir mal kurz den Auftrag beenden. Und unsere Belohnung einheimsen. Eigentlich müsst ihr uns ja jetzt sagen, wer der Kontaktmann in Monterra ist, oder? Denn das ist ja eigentlich das, was wir wissen wollen. Ich meine, ich mache nicht die Rebellenaufträge, weil ich die Rebellen so mag, sondern... Wo sind die denn eigentlich? Waren die nicht hier irgendwo? Sondern ich mache das ja, weil ich rausfinden will, wer der Kontaktmann in Monterra ist und damit ich den dann niedermetzeln kann. Irgendwie geht es immer bloß darum, andere Leute zu töten. Diese bösen Killerspiele immer. Ich glaube, ich bin hier falsch. Und ja, toll. Standbild. Was denn jetzt? Geht's wieder? Haben wir uns wieder eingekriegt? Nee. Super. Okay, naja, das ist jetzt zumindest schon mal wieder lauffähig. Sagen wir es mal so. Ja. Rebellen? Habe ich schon mal Rebellen gesagt? Die waren doch hier irgendwo. Sag mal, bin ich denn blöd oder was? Gib mir doch mal ein bisschen Ruckelfreiheit. Das ist ja uncool hier. Ach, Mensch. Hallo. Geht's dann wieder? Ja, danke schön. Rebellen? Nee, hier drüben waren die in der Ecke, oder? Mann, das kann doch nicht so schwer sein, die blöden Rebellen zu finden. Da sind sie doch. Ach, ich und mein Orientierungssinn. Mason, ich hab was für dich. Eine Meldung. So. Die Kühe sind platt. Bist du jetzt zufrieden? Sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis wir das Zeichen bekommen. Na dann mal viel Spaß dabei. Hey, willst du deine Belohnung nicht haben? Hier, hast du ein paar Goldmünzen. Na super. Ah, jetzt hier haben wir die Möglichkeit. Wer ist euer Spitzel? Er hat sich unter die Söldner gemischt. Wir haben ein Passwort. Es heißt... Es lebe Okara, wenn du ihm